Marcel Proust, der am 18. November 1922, 51-jährig starb, wurde am 10. Juli 1871 in Paris geboren. Er war der Sohn des Dr. Adrien Proust, Klinikarzt und Professor der Medizinischen Fakultät, und dessen Gattin, geborene Jeanne Weil. Sein Bruder Robert, ebenfalls Professor der Medizin, war um 2 Jahre jünger. Marcel Proust verbrachte den größten Teil seiner Kindheit und Jugend in Paris im Haus Nummer 9 des Boulevard Malesherbes, seine Ferien aber in Illiers, Hauptort des Departements Eure-et-Loire, 24 Kilometer von Chartres entfernt. Mit 11 kam er aufs Gymnasium Condorcet. Aufgrund seiner zarten Gesundheit musste er sich damals schon im Sommer vom Lande fernhalten. Also fuhr er gegen Herbstende stets entweder nach Trouville oder nach Houlgate zur Erholung. Mit 18 Jahren verpflichtete sich Marcel Proust als Freiwilliger beim 76. Infanterieregiment in Orléans. Nach seiner Entlassung erlangte er sein Lizenziat der Geisteswissenschaften und veröffentlichte erste Artikel in La Revue Blanche, Le Banquet, Le Figaro. Man sah ihn viel in der besseren Gesellschaft, in der er sich zahlreicher Kontakte erfreute. Um 1900 unternahm er eine lange Reise nach Venedig. Sein Vater, der Herr Professor Proust, starb 1903 und seine Mutter 2 Jahre darauf. Von da an lebte Marcel Proust zurückgezogener und widmete sich zunehmend seinem literarischen Schaffen, das Auf der Suche nach der verlorenen Zeit hervorbringen sollte, einen Roman von mehreren tausend Seiten. Den ersten Band in Swans Welt ließ er Ende des Jahres 1913 veröffentlichen. Die Nouvelle Revue Française übergeht natürlich, dass das Buch von Gallimard, dem Verlag der Nouvelle Revue, abgelehnt und stattdessen bei Bernard Grasset mit einer Auflage von 1750 Exemplaren auf Kosten des Autors veröffentlicht wurde. André Gide, der Schuldige, fehlte beim Leichenzug. Man hat nie erfahren, ob er Prousts Manuskript überhaupt geöffnet hat. Das Bändchen, das die Seiten verschnürte, sah offensichtlich unberührt aus. Gaston Gallimard besann sich bald, aber die Veröffentlichung von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit wurde erst nach dem Krieg mit Im Schatten junger Mädchenblüte wieder aufgenommen. Das Buch erhielt 1919 den Prix Goncourt in Konkurrenz zu Die hölzernen Kreuze, hatte jedoch einen wesentlich bescheideneren Verkaufserfolg als der Kriegsroman von Roland d'Orgelès. Trotz seiner Asthmaanfälle und seiner trotzigen Verweigerung jeder Behandlung setzte der Autor all seine Kräfte daran, sein Werk zu vollenden. Die letzten 3 Bände werden erst nach seinem Tod erscheinen. Die Gefangene, aber vor allem die verschwundene Albertine oder die Entflohene und die wiedergefundene Zeit, deren Text, wie wir ihn kennen, Proust nicht mehr korrigieren, mit anderen Worten, wie üblich, vollkommen umschreiben konnte. Die Stadt ist menschenleer wie in einem Traum. Und sonntags sind die Pariser Straßen noch leerer. Die Freunde, noch ganz benommen, kommen herauf, begegnen einander wie in einer Loge nach dem Stück, zu einer Stunde, zu der sie niemals, nie im Leben empfangen worden wären. Seit Jahren hatte Proust so oft im Sterben gelegen und immer so liebenswürdig dafür um Verzeihung gebeten. Doch diesmal war es wahr. Der Maler Paul Elleu kommt, um ein Porträt mit der Kaltnadel zu machen. Er arbeitet 2 Stunden. Das elektrische Licht, das sich in der kleinen Kupferplatte spiegelt, tut seinen Augen weh. Aber was war er schön, sagt er immer wieder. Er war schön, man hätte einen Abguss von ihm machen sollen. Dunoyer de Segonzac erscheint. Er kennt Proust nicht. Die Nouvelle Revue schickt ihn, er möge einige Zeichnungen machen. Einer, der besser mit den Dadaisten und den Modellen des Modeschöpfers Paul Poiret vertraut ist, wird eigens geweckt. Man Ray soll einen großen Schriftsteller fotografieren gehen. Cocteau erzählt, Proust bot auf seinem Kinderbett das herrliche Profil eines Visiers.
Er trug jenen Vollbart, den er im Wechsel abnahm und wachsen ließ und von dem man nie wusste, ob man ihn mit oder ohne wiedersehen würde. Jener Bart, der Zeit seines Lebens beinahe wie ein Scherz, wie ein Haarteil des wächsernen toten Sadie Carnot im Musée Grévin wirkte, der die Gesichtsrundung des jungen Dandy verbarg. Jener Bart, hinter dem er, ähnlich einer Frau hinter ihrem Fächer, hell auflachte. Jener Bart. An seinem Leichnam wurde er zum Attribut eines Magiers und Königs. Wie ein Eisläufer gleitend, wenn er verspätet in einem Salon erschien. Ein Flaneur voller Genuss an der Welt. Eine weiße Kamelie im Knopfloch. Auf sein Äußeres bedacht und herausgeputzt, fast schon innervierend in seinen affektierten Mienen. Jeder gibt sein Bild zum Besten. Die samtweichen Augen, die vor Schlaflosigkeit schweren Augenlider. Sein Aussehen? Wie eine Figur von El Greco, wie ein neapolitanischer Fürst, wie ein assyrischer Schreiber. Der kleine Schnurrbart à la Charlie Chaplin, die Wangen frisch rasiert wie im Keller gereiftes Gemüse, die sehr blasse Haut, der Pony über der Stirn, die Haare glatt und glänzend, als würde er sie mit Schuhwichse striegeln, die ach so weißen Zähne. Man erinnert einander an Gespenster, Tage, Vergnügen. Jeder, der ihn gekannt hat, lobt seine Großzügigkeit. Seine Trinkgelder sind exorbitant. Er ruht nicht, bis seine Freunde zufrieden sind. Er vermittelt, er erweist Dienste. Er ruiniert sich für Blumen und zauberhafte Geschenke. Er ist bereit, 1914 27.000 Francs auszugeben, um seinem jungen Fahrer, seinem Privatsekretär, ein Flugzeug zu kaufen. Seinem lieben Alfred Agostinelli, den er dennoch nicht für sich gewinnt. Man lobt die Raffinesse seiner Höflichkeiten. Seine Kameraden hatten eigens das Verb prustifieren geprägt. Seine Sanftheit, seine Bescheidenheit, seine geistige Regsamkeit, sein Interesse für andere, aber auch seine Empfindlichkeit, seine endlosen Phasen des Grolls, seine wechselnden Launen. Er hasste jede Veränderung, aber er hätte nie zwei Nächte hintereinander im selben Laken geschlafen. Er pflegte seinen Körper extrem, wie ein Asket, wie ein Athlet. Dieser zerbrechliche Mann hatte sich einmal duelliert und träumte davon, es wieder zu tun. Er wirkte eingeklemmt zwischen seinen Kragen mit gewölbter Hemdbrust und einem Hohlkreuz, das umso stärker schien, je taillierter sein Frack. Sein Abendanzug stammt aus einer anderen Zeit. Es schien, als ob er nicht in der Gegenwart lebte, sondern um eine oder zwei Generationen zurückgeblieben sei. In der Vergangenheit. Einer Vergangenheit, aus der er nicht herübertreten könnte, ohne zu sterben. Der Autor war nicht in der Lage, seinen Freunden einige Seiten aus einem Buch, an dem er gerade schrieb, laut vorzulesen, ohne von einem nervösen Lachkrampf erfasst zu werden, der ihn zum Innehalten zwang. Sein Sinn für Komik ging mit einer Begabung fürs Imitieren einher. Es war wie eine zweite Natur. Er mimte das ewige Jammern von Robert de Montesquieu, dessen Schimpfen und Kreischen meisterhaft. Seine Stimme ist schwankend, gedämpft, beinahe süßlich, vorsichtig allemal. Es scheint, sie bildet die Töne jenseits der Lippen, jenseits der Kehle, wie bei einem Bauchredner. Sein Gedächtnis ist schier unvorstellbar. Er weiß alles. Den Klatsch, die Stammbäume, die Geschichte eines jeden Kirchturms im ganzen Pariser Becken. Er liest das Kursbuch der französischen Eisenbahn, wie er Enzyklopädien liest, Balzac, Flaubert oder Saint-Simon. Er kann Baudelaires Blumen des Bösen aufsagen oder ganze Tiraden aus Racines Tragödien. Er verfolgt das aktuelle Geschehen und mehr als einmal mit einigen Längen Vorsprung auf die Zeitgenossen. Während der Dreyfus-Affäre gehört er zu denen, die sich auf die Seite der Dreyfusianer und Solars schlagen. Kaum jemand ahnt wie er, schon am 2. August 1914, dass Millionen Menschen einem Krieg der Welten zum Opfer fallen werden, der mit dem von H.G. Wells zu vergleichen ist. Er verabredet sich zur Mitternacht im Ritz, im Crillon, auf den roten Polstern bei La Rue. Die Welt gleicht einem unerreichbaren Land, das er entdecken will.
Er lässt sich chauffieren, jagt und sammelt in den Salons bei Graf und Gräfin de Beaumont, der Princesse de Polignac, bei Prinzessin Soussos oder Madame Hennessy, wie andere auf ihren Forschungsreisen. Es dürstet ihn nach frischem Blut. Er bezahlt Diener und Butler, unterhält Spione in alten Herrenhäusern, nicht anders als in Stundenhotels. Denn er begnügt sich nicht mit der reinen Untersuchung. Er ist kein Pflanzensammler oder Insektenforscher, jedenfalls nicht nur. Scharfe Empfindungen, trübe Gründe und atemberaubende Szenarien locken ihn wie schwarze Tiefen. Er muss einfach in die Höhle des Löwen. Kein anderer Schriftsteller war gleichzeitig grausamer und erbarmungsvoller mit seinen Figuren, sagte einer seiner besten Freunde. Er häutet sie wie Kaninchen, doch zunächst verliebt er sich geradezu närrisch in sie. Dann urplötzlich nehmen diese Verdammten unter seiner Feder überdimensionale Gestalt an, als würden sie von ihrem Anbeter auf Händen getragen. Eines Nachts bestellt er die Musiker des Polé-Quartetts zu sich. Sie spielen César Franck für ihn allein. Er geht fast nie mehr aus. Er hat sogar seinen Telefonanschluss gekündigt, damit man ihn nicht stört. Die Briefe, die er bekommt, desinfiziert er mit Formalin. Im Bett trägt er Handschuhe, aus Angst vor Mikroben. Er, der so sehr auf sich achtet, lebt buchstäblich in Wolljacken eingewickelt. Immer ist ihm kalt, und zwar so sehr, dass er während der Hitzewelle, die Paris im Juli 1921 lähmt, einem Brieffreund anvertraut, er schreibe unter 7 Wolldecken und einem Fell mit 3 Wärmflaschen und bei brennendem Feuer an seinem Buch. Wenn das Fieber nicht von ihm lässt, weiß er in manchen Nächten nichts Besseres, als seinen Fahrer ins Ritz zu schicken, damit er ihm krügeweise Bier mitbringt, das er eisgekühlt trinken will. Der Milchkaffee, den er am Ende als einzige Nahrung zu sich nimmt, verleiht seiner Haut eine einzigartige Blässe, ähnlich Elfenbein.